Die Goldpreisexplosion fängt erst an und wer die Dynamik am Goldmarkt verstehen will, der muss sich mit der Geopolitik auseinandersetzen. Da führt leider kein Weg dran vorbei. Ich habe für euch eine positive und negative Nachricht. Das kannst du auslegen, wie du möchtest, je nachdem, auf welcher Seite du stehst. Die werden wir auf jeden Fall besprechen, nebst Kurszielen und leider sehr wahrscheinlich auch noch die Erweiterung der Kursziele noch weiter nach oben. Servus, grüß dich und moin, schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier auf dem Kanal. Mein Name ist Stefan Bode und Gold wird uns in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten und auch Jahren beschäftigen, denn der geopolitische Kipppunkt ist bereits überschritten. Ich hatte es im letzten Video zu Kupfer schon gesagt und auch in vielen Videos zuvor und ich möchte auch immer wieder betonen, wo es angefangen hat. Also es liegt nicht nur am Gelddrucken, weil wenn es nach dem Gelddrucken geht, der letzten 50 Jahre, hätte der Goldpreis schon bei 10.000 US-Dollar und weiter stehen müssen. Kann es wohl also nicht gewesen sein. Wie ich oft gepredigt habe, der Ausbruch beim Goldpreis kommt mit dem Vertrauensverlust von immer mehr Menschen in die Regierung, in die Politik, in die vernünftige Führung. In Deutschland wissen wir, wir werden sowieso nicht gut geführt, aber diese Stupidität, also diese Dummheit, die ist halt in den letzten 10 und in den letzten 5 Jahren nochmal exponentiell gestiegen. Das hat was Positives. Immer mehr Menschen hinterfragen, was läuft. Einige brauchen dann noch viel länger, aber die haben auch wenig Chancen, dann noch ihr Vermögen zu retten. Hier auf dem Kanal, ihr seht es an den Inhalten der letzten Jahre, wir konnten schon gut profitieren. Ich möchte auch, dass noch mehr davon profitieren, denn wer rechtzeitig umsattelt und sich entsprechend positioniert, kann natürlich aus dieser Phase, durch die wir alle zusammen gehen müssen, ja, ob als Freund oder Feind, also das ist mir eigentlich egal, aber da müssen wir durch und wir können davon profitieren. Also nicht nur mit physischem Gold oder physischem Silber oder auch meinetwegen, wer Kupfer sammelt, soll auch Kupfer sich tonnenweise hinlegen, aber es macht natürlich Sinn, auch die entsprechenden Aktien zu haben. Heute Fokus Gold und Goldaktien werden wir in Zukunft genauso wie Silberaktien und auch Kupferaktien und viele andere Rohstoffwerte, aber auch Kryptos weiterhin behandeln. Gebt also dem Video einen Daumen nach oben, Kommentare unten drunter und teilt es gerne, dass dieser Kanal noch mehr Reichweite bekommt. Und jetzt gehen wir rüber an den Chart, wo ich euch einerseits die positiven und negativen Aspekte verkünde. Was für die einen positiv ist, ist eigentlich gesamtheitlich betrachtet negativ. Es gab ja immer noch eine Möglichkeit. Wir hatten das vor 4 Wochen zuletzt besprochen, dass wir hier immer noch eine Welle B hätten rumgeistern können. Das war auch noch möglich. Ja, also hier dieses Hoch im Dezember hätte auch eine Welle B sein dürfen oder können. Aber mit diesem Hoch, was wir kurz nach dem letzten Video, ich verlinke euch das gerne, erreicht haben, ist diese Welle B vom Tisch. Schluss aus, basta. Sie gibt es nicht. Ich möchte euch das zeigen. Das war das Szenario, warum wir gegebenenfalls noch hätten runterlaufen können, wie ich damals genannt hatte, auf 1828 US-Dollar und 1524 US-Dollar. Das ist vom Tisch. Das werden wir jetzt gemeinsam streichen. Alternative vom Tisch, Alternative vom Tisch und Alternative B-Welle vom Tisch. Wir müssen uns jetzt nun leider damit auseinandersetzen, was natürlich die Mehrheit der Goldbullen und Goldbugs positiv empfindet, aber natürlich geopolitisch, naja, finanzwirtschaftlich enorme Spannungen und Verwerfungen mit sich bringt, die es dann zu nutzen gilt, weil wir haben eine mehrfache Aufsplittung nach Elliott-Wellen. Das begründet dann halt die Dynamik. Wir haben mehrfache 1-2er-Kombinationen. Und zwar, wir sind an diesem Punkt die dritte 1-2er-Kombination. Dann mit diesem Hochlauf und dieser Korrektur die vierte 1-2er-Kombination. Und jetzt ist die große Herausforderung, vor die wir jetzt auf dem Kanal stehen, läuft jetzt gerade diese fünfte Aufsplittung, also Welle 1, dann nochmal Korrektur,
Welle 2 als fünfte 1-2er-Kombination? Oder aber war die fünfte 1-2er-Kombination gegebenenfalls hier im Februar zu Ende und wir sehen gerade die sechste 1-2er-Kombination? Das ist essentiell, weil wir dann natürlich im nächsten Verlauf dann auch entweder 5 Dreierwellen aufwärts haben oder sogar 6 Dreierwellen aufwärts haben, die uns dann auf die nächsten 10, 15 Jahre begleiten werden. Ja, und natürlich dann die späteren Vierer- und Fünferwellen. Naja, da sind ja eure Kinder und Kindeskinder schon da. Also, wer unter 30 ist, ja, der wird dann schon Kinder haben, die dann auch schon wieder Kinder haben. Also, der könnte dann schon Opa sein. Also von daher kann es schon essentiell sein, aber auch wenn es nur 5 1-2er-Wellen sind und bleiben sollten, wie hier, haben wir genug Anstiegspotenzial für Gold. Wo mache ich fest, ob wir jetzt nur eine fünffache 1-2er oder eine sechsfache 1-2er haben? Für eine, wenn diese Welle, die jetzt hier gerade läuft, in diesem Bereich nicht dreht, 2369, 2434 und hier einfach weiter marschiert, und zwar bis hin zu 2533 oder 2546, also bis zu dieser Widerstandszone, dann weiß ich, hier ist eine 1,2 und ich muss hier nochmal eine 1,2 zwischenschalten und entsprechend noch dynamischer wird die Welle 3 sein. Es gibt einen Panikmoment hier. Also das letzte Video von vor 4 Wochen, da war das noch eine Ankündigung, dass wir eine starke Bewegung sehen werden ab dem 25. März. Ihr seht, was passiert ist. Und die nächste Ankündigung gibt es in der letzten Maiwoche mit einer starken Bewegung. Das heißt, wenn wir hier eine 1,2 und hier vielleicht auch noch mal eine 1,2 sehen, dann würde ich das vielleicht so einschätzen? Also hier rüberziehen, das dahin und hier die 1,2 läuft noch bis hierhin. Kurze Korrektur und dann gibt es eine sehr dynamische Aufwärtsbewegung mit dem Startschuss der ersten Dreierwelle. Ja, aktuell gehe ich davon aus, dass gegebenenfalls hier erst die 1 läuft. Und der nächste Zyklus mit einer deutlichen panischen, also sehr starken Bewegung, die kann auch abwärts gerichtet sein, ist im September schon einmal hier angekündigt. Reguläres Ziel, was wir durchaus in diesem Jahr noch abarbeiten können, also ähnlich wie im Silberbereich, die Verdopplung von 25 auf $50 wäre bei Gold 3.100 US-Dollar als erstes Zwischenziel. Ja, es gibt hier noch andere, mehrere Zwischenziele, lasst euch da jetzt nicht mal von abbringen. Das habe ich hier mir nur eingezeichnet, ob hier eine 1 ist. Wenn es hier weiterläuft, kann ja auch schon diese 3 laufen. Ja, ich denke aber eher, dass dann hier nochmal eine Aufsplittung vorgenommen werden muss als 1, 2, 3, 4, 5. Aber das werden wir uns dann in den kommenden Wochen hier auf dem Kanal erarbeiten. Von daher abonniert den Kanal. Und hier diese 3.100 oder 3.105, das ist ja nur ein erstes Ziel und zwar ein reguläres Ziel, Tasse-Henkel-Formation. Guckt euch das bitte nochmal im letzten Video an. Und die nächsten Zielbereiche, ich habe sie euch hier schon mal vorbereitet, 3.747 und 4.100. Das ist die Fibonacci-Extension, wenn wir auf logarithmisch stellen. Und dieser Vertrauensverlust in die Politik, in die Regierung, in die Institutionen heißt auch Vertrauensverlust in die Staatsanleihen, das heißt die Refinanzierungsfähigkeit von Staaten. Das ist der Hauptgrund, warum die Anleihenzinsen so stark gestiegen sind und meines Erachtens auch noch weiter steigen werden. Das heißt aber nicht, dass dann die Aktien und auch der Gold- oder Silbermarkt durch steigende Zinsen zusammenbricht. Nein, im Gegenteil, die Flucht aus den Staatsanleihen nimmt weiter Fahrt auf. Und sie wird auch weiter Fahrt aufnehmen, weil die geopolitische Eskalation, die ja die High Society, Establishment, Falken, wie auch immer man, also Kriegstreiber, die Strack-Zimmermann, die Röttgens, also alle Parteien hier in Deutschland, in der EU, Macron, in UK, in Dänemark, in Polen, in den USA, in Kanada, sie alle forcieren diese geopolitische Eskalation, um
vom Zusammenbruch des Staatsanleihenmarktes abzulenken. Ja, das kennen wir aus der Geschichte. Es wiederholt sich oder beziehungsweise es reimt sich die Geschichte. Und dann flüchtet das Kapital in liquide globale Anlageklassen, also die handelbar sind. Das sind Aktien, das sind Rohstoffe, das sind auch Kryptos. Und dieser Crack-up-Boom wird das gerne genannt, also dieses Aufblähen von Anlageklassen, um aus Anleihen und Staatsanleihen rauszukommen. Ja, in der Phase scheinen wir gerade überzugehen. Die Aktienmärkte haben es vorgemacht, auch wenn sie jetzt kurzfristig etwas korrigieren, muss davon ausgegangen werden, dass das nach dieser Korrektur noch weiter eskaliert. Die Anleihenmärkte sind dreimal so groß wie die Aktienmärkte. Ich wiederhole mich, ich weiß, aber 1% aus dem Anleihenmarkt heißt 3% Kursanstieg der Aktienmärkte und in den Rohstoffmärkten noch deutlich stärker, weil die noch marktenger sind mit viel weniger Marktteilnehmern. Deswegen steigen dann diese Märkte noch deutlich stärker, was gut ist für die Rohstoffproduzenten. Ja, ein paar haben wir schon besprochen und wir werden noch viele hier auf dem Kanal besprechen. Von daher teilt dieses Video und das ist halt die Grundlage für diese Dynamik. Wir haben einen knappen Markt, also im Vergleich zu den Staatsanleihen und Anleihenmärkten sind die Rohstoffmärkte sehr eng und da braucht nur ein bisschen Kapital reinfließen. Wir haben es beim Bitcoin ja jetzt zuletzt gesehen. Ja, und dann katapultiert es so einen Markt von 25.000 Dollar hoch auf 75.000 Dollar. Ja, oder 70.000 Dollar. In dem Fall 75 kommt noch. Aber das geht dann sehr, 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 sehr schnell. Das kann sich die wenigsten vorstellen. Wer sich das nicht vorstellen kann, naja, der braucht ja nur den Markt die nächsten 3, 6, 12 Monate beobachten. Und dann kann er sagen, ob der Bode recht gehabt hat oder nicht. Ist mir aber auch egal, weil ich will Geld verdienen und die meisten Zuschauer auf dem Kanal wollen Geld verdienen. Ich zeige nur, was möglich ist und was dann jeder für sich umsetzt, ist natürlich auch jedem selbst überlassen. Von daher. Daumen hoch, Kommentare unten drunter. Teilt das Video in allen euren sozialen Reichweiten, Netzwerken und weiß der Geier, wo ihr es noch alles teilen könnt. In Telegram, in WhatsApp, in Streamer, in ja, da sind ja keine Grenzen gesetzt. Und dann melde ich mich ab. Hervorragenden Wochenstart wünscht euch euer Stefan Bode hier aus Hannover.